Mahlzeit, ihr Schlawiner, Knochen wieder hier. Weitere Ausgabe von Panzer Quest. So, folgendermaßen. Es wird langsam ein bisschen langatmig, weil wir eigentlich nur ohne Ende Basen erobern und nicht wirklich Kämpfe mit Gegnern haben. Aber es kommt schon mal vor. Jetzt am Anfang war natürlich auch ein bisschen mehr. Da seht ihr auch, das ist so wie die Karte jetzt aussieht, so sieht sie nicht mehr aus. Wir haben fast alle komplett eingenommen. Wir haben ein paar Probleme zwischendurch gehabt. Ein Kollege hat sich verabschiedet hier. Wieso, weshalb, keine Ahnung, hat einen Ausraster gehabt, wie öfter mal vorkam, wurde irgendwie beleidigend und hat dann resettet offensichtlich, denn plötzlich war die Karte, wir hatten ja schon eine Karte eingenommen gehabt, ne? Da waren dann halt ein paar Basen, ich weiß nicht, ein Dutzend oder so, die halt wieder zurückerobert werden mussten, beziehungsweise die halt wieder besetzt werden mussten. Dabei mussten die kleineren ran, weil wir die ja nicht angreifen konnten, das waren ja dann so Neulingsbasen. Und ja, ich glaube ich auch ein, zwei oder so noch nehmen müssen. Bin ich natürlich mit den langsamsten APC rübergefahren, die es überhaupt gehabt. Ey, das hat ewig gedauert. Zwischendurch haben die andere freigeschossen und die, die halt näher waren, die habe ich dann genommen. Ne? Ja gut, bisschen Ressourcenproduktion, auch nicht schlecht. Ansonsten, ja, knallen wir uns hier einfach nur durch. Und was mich geärgert hat, ist hier, sagen wir mal so, ein Großteil der Gegner hier oder gegnerische Spieler auf der Karte hat eigentlich schon aufgegeben. Das sieht man auch daran, dass die Basen einfach nicht mehr beflaggt sind und auch nicht mehr nachbeflaggt werden, ne? Und dass auch keine Gegenwehr mehr ist, dass irgendwann waren hier wahrscheinlich auch mal Truppen, die wurden halt irgendwann weggeschossen und dann werden auch keine mehr nachgebaut. Es gab noch ein paar mit Truppen, ja, das haben wir dann nach und nach weggemacht und dann habe ich halt angegriffen oder haben wir halt angegriffen. Es ist halt so, was hier fehlt, ist ein bisschen Zusammenspiel. Okay, jetzt muss ich aber dazu sagen, die meisten Basen hier sind relativ locker zu holen. Ich habe auch schon gehabt, dass ich halt dann solo, weil hier gar keiner war oder die so weit entfernt waren, dass sie sonst wo rumdödelten, habe ich das halt als dann selber gemacht. Ne? Dann da angegriffen, nachgebaut, wieder angegriffen. Ich meine, nur weil eine Flagge da nicht steht, heißt ja nicht, dass nicht die Basen noch relativ schwer sind. Da haben wir auch welche auf 8er und 9er hoch aufgewertet, ne? Und haben dann 22 Stück davon. Da braucht man dann halt auch mal ein paar Anläufe. Das macht man natürlich mit. Was mir halt aufgefallen ist, da musste ich echt mal eine Ansage machen. Die brettern hier die Basen weg und dann ja, dann stehen die einfach leer rum. Und da machen die, weil denen langweilig ist. Denen ist offensichtlich langweilig. Und die haben halt ihre Truppen. Truppen bauen können sie, aber die können kein APC bauen und dann irgendwie die Basis einnehmen. Ne? Das finde ich teilweise echt voll daneben. Und da habe ich halt gesagt, ey, hört mal auf, die Basen wegzuballern, wenn ihr die nicht nehmen wollt oder nicht wisst, wer die nehmen soll. Ja, wenn das nicht abgesprochen ist. Und dachte ich mir, wenn das hier einreißt, ja, einfach nur alles wegschießen und dann ewig freistehen lassen. Ich habe zum Beispiel einem Kollegen geholfen, weil ich dachte, der will die haben. Ja. Basis erobert. Ich sehe, dass er oben rumballert. Ich habe weiter unten rumgeballert. Okay, bin ich mit meinem Zeug hochgefahren. Hab das dann weggeschossen und gesagt, ja, Keule, die Basis ist frei. Da ist der offline. Stundenlang diese Basis, die habe ich gesichert. Stunden, wirklich, Stunden. Dann habe ich gesagt, okay, irgendwann kam ich dann wieder. Und habe gesagt, okay, pass auf, ich nehme jetzt die Basis, weil die steht seit Stunden da leer. Und ich habe keinen Bock mehr, dass die da irgendwie rumsteht. Man weiß ja nie, da waren ja noch ein paar mehr Gegner, ne, am Start hier. Und Kollege meinte dann so, ja, okay, dann nimmst du die halt. Und da meinte er plötzlich, für den ich die eigentlich freigeschossen habe, wo ich dachte, ja, nimm sie ruhig. Und ich dachte, du willst sie dann nehmen. Nee, nee, ich kann ja gar nicht. Ja, dann baller doch nicht auf die Basen. Dann baller doch nicht auf die Basen. Ich meine, okay, gerade jetzt auch zu sehen, hier gab es ja noch welche, die waren halt neu erschienen. Die gehörten niemanden, die konnte man natürlich leichter wegballern. Aber ich denke mir dann so, ey, da knallt nicht mal auf die Basen drauf und mach die hier frei. Wir hatten teilweise echt hier 4, 5 Basen, die gleichzeitig freistanden. Ne? Und hier war eine, das war aber die grüne, die jetzt so mittig zu sehen ist, ne, die Herr Lippens erzählt. Da hat mehrfach versucht, einen Gegner mit einem APC reinzufahren. Ja. Und irgendwann hätte der irgendwann gesehen, oh, da stehen ja nur so und so viel, da steht ja nur ein Trupp, irgendwelche, weiß nicht, was das waren. Diese Radpanzer hier. Ich komme gerade nicht drauf, wie die heißen. Humber Radpanzer. Ich sehe gerade unten, steht auch die Aufgabe noch. Hätte der gesehen, da steht ja nur ein Trupp, ja, dann hätte der weggeballert und hätte die Basis genommen. Wäre jetzt nicht so schlimm gewesen. Nervig ist halt nur, wenn man sie zurückerobern muss. Naja, auf jeden Fall, was jetzt die meisten hier halt machen, ist reinheizen und versuchen, so viele Basen wie möglich hier wegzuballern. Aber wie gesagt, das muss man auch alles einnehmen. Ansonsten gibt es hier gar nicht so viel zu sagen. Ich hatte einen Kampf mit einer etwas härteren Basis, sage ich jetzt mal so. Ja, die war schon ein bisschen schwieriger. Und ja, muss die halt ein paar Mal ran. Ich meine, das Schlimmste ist halt immer so, ich gucke jetzt immer, was kann ich günstig bauen, was geht schnell und kann man einfach ranjucken da und dann brauchst du einfach nur was Stärkeres, was im Hintergrund eigentlich immer parat ist. Ne? So das Kanonenfutter ist halt immer so der Dreck, sagen wir mal so. Das schmeißt du halt rein und nach,
verschwinden halt die Flaks. Ja, muss halt nur zusehen, dass du dein Zeug sicher ist. Ich finde, zum Beispiel die Karas bauen, ja, die werden so schnell abgeschossen, das bringt überhaupt nichts. Die habe ich übrigens versucht, ich wusste, dass da Truppen sind, ich habe später versucht, die irgendwie in die Feuerrichtung, also zur Basis vom Kollegen zu leiten, zu lenken, aber das hat nicht ganz funktioniert. Naja, wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn, hier gibt es halt noch ein bisschen Geballere, manches schwer, manches weniger schwer. Viel Gegnerschar war hier eigentlich nicht mehr, also so auch jetzt an gegnerischen Vehikeln, sag ich mal. Wenn ich mich recht entsinne. Aber ich gucke jetzt auch nicht alles durch hier. Ich ja, hier gibt es ein bisschen was. Hier, das könnt ihr euch reinziehen. So, ich mache mal Feierabend, weil ich muss noch ein anderes Video kommentieren. Und ja, allzu viel gibt's ja, ist ja nicht los jetzt hier. Ne? Also Geballer, Geballer, Geballer. Und viel Spaß damit. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss und bis dann.
Das tut mir jetzt aber leid. Basis erobert. Einfach zu schwach. Basis erobert.